Now I done grew up around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flashback, no bigger day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill their sorrows. Stein, Schere, Papier, Papier! Wir trinken Bier. Dim dim Stein, Schere, Papier, Stein. Dim 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 dim. Schere. Alter! Mann, Leute, das kotzt mich heute jetzt schon an. Ich wollte das hier als. Ich wollte das als Pre-Intro nehmen, aber jetzt geht das so lange schon wie ein ganzes Match, deswegen kannst du es doch vergessen. Halleluja! Ein eigenes Video, Alter. Ja klar. So, hey Leute, willkommen wieder zurück auf meinem Kanal. Heute bei Stein, Schere, Papier, wer gewinnt? So, ich würde dann sagen, es war's noch für heute. Wir sehen uns dann morgen bei einer weiteren Runde Yu-Gi-Oh! Genau, so ungefähr sieht es aus und Leute. Heute war nur bei mir, soweit ich mitgekriegt habe, oder? Was haben wir? Soweit nur bei mir heute aufgenommen, oder? Weiß ich nicht. Frag halt, ich schau halt auf YouTube nach. Ich frag YouTube nach. YouTube, bin ich heute der Einzige, der. Genau, es. Wir fragen Google. Wir fragen Google. Okay, Google. Ja, frag Alexa. Bin ich heute der Einzige, der YouTube. Genau, der YouTube aufnimmt. Okay, Google. Bin ich heute der Einzige, der Yu-Gi-Oh! Aufnimmt? Der CD-Radio. Was? Bin ich heute ein CD-Radio-Video aufnimmt? Was? Möchte keine CD-Radio. Machst du oder willst du ein CD-Radio bestellen? Nee, ich beschwöre diese Karte hier. Oh nee. Oh doch. Und ich weiß, du hast irgendwie so eine deine Lieblingskarte schon drunter, das weiß ich doch jetzt schon. Nö. Oh. Kann ich mir nicht leisten, die Lieblingskarte, Alter. Oh, das ist natürlich eine nette Karte. Ich habe einen Drachen. Okay, Google. Bin ich heute der Einzige, der Yu-Gi-Oh! Ich. Nein! Ah, Mann! Bin ich heute der Einzige, der arbeitet? Was? Wieso? Du bist der Einzige, der heute arbeitet. Wieso? Alter. Nein, ich habe heute sogar noch voll. Deswegen bin ich bei dir. Google kotzt mir jetzt schon an. Was ist mit Carsten los, Alter? Ich weiß nicht, ob es schlaue Füchse unter euch Spastis gibt, aber ich habe ein neues Mikrofon, falls es jemandem aufgefallen ist. So richtig gar nicht. Also ein bisschen merkt man, das ist ein ganz anderer Ton. Ja, ich bin halt cool, Alter. Ja, dein hässlicher Mann. Also auf jeden Fall, ich habe jetzt ein neues Mikrofon, habe ich mir während der Weihnachtszeit zugelegt. Was hast du? Was ich habe? Ein Mikrofon oder was? Also du wüsstest du wohl gern, wa? Ja. Dann frag mal deine Mom. Alter, ich hab... Nee, ich hab boah, ich dachte schon. Ich hab okay Karten. Dachte schon, du rufst jetzt so wirklich deine Mutter an. Das ist das Traurige. Ja, da hab ich wohl falsch gedacht, Alter. Das ist das Traurige, das sind meine stärksten Karten, die ich gerade irgendwie auf dem Feld besitze. Also bei mir sieht's auch gerade nicht so rosig aus. Ist das Drachgong? Ja, genau. Drachgong, erhöre mich. Also es ist gerade hier traurige. Oh, geil! Ich aktiviere Scherbe der Gier und spiele. Die Herren der Wichte in Verteidigungsmodus. Das ist doch nur traurig. Also ich könnte halt schon mega durchziehen, aber dazu fehlt mir eine Karte. Ja komm, setz mal die Karte noch. Und ich will jetzt wissen, was da unter deiner Dings dort ist. Das habe ich gesagt. Das ist eine Herrin der Wichte. Denkst du, ich höre dir zu, was du über deine Mutter erzählst? Alter, jetzt wird in alle Richtungen gestochen hier, ne? Ja, wenn du denkst, ich soll meine Mutter anrufen. Du weißt doch, dass ich fett und voll bin. Wann soll ich überhaupt anrufen? Ja, ich aktiviere eine Karte und zwar ist es gerechte Nachspeise. Kriegst erstmal 2000 Schaden. Au. Aber du hast nämlich eine Karte jetzt auch mehr Schaden gemacht, als ich jemals...
Hier, schauen, wie macht das, Alter. Irgendwie schon, das ist traurig. So, ich aktiviere. Ein Tag voller Frieden. Frieden sei mit dir. Und ich aktiviere Endphase. Du bist dran. Was ist eine verdeckte? Was kann eine verdeckte sein? Ja, warum spitzen die jetzt die Karten? Was soll das? Oha, was machst du da? Jetzt packt er die Zauber- und Fallenkarten aus, Alter. Es ist eine Strategie, die wirst du niemals verstehen. So, haben wir es auch erreicht. So, ich aktiviere Shop-Tornado. Ui. Und nehme diese Karte hier. Nein! Was ist? Ich kann was machen? Wow. Wow. Nein, nicht meine Karte! Nein! Oh, die ist cool. Was soll ich denn aktivieren? Nein, warum soll ich das aktivieren? Warum soll ich das aktivieren? Kann Spiel? Ich jetzt bitte hier... Oh, hallo. Ja, ich mach das schon. Ich aktiviere Scherbe der Gier. Ich hätte das gedacht. Ich habe zwei Spastika-Karten gezogen. Muss hier langsam mal Platz schaffen, Alter. Du bist dran. Ja, ich nichts machen kann. Sag mal, welcher Tag ist heute? Heute ist Donnerstag. Genau, und wann wird das Video erscheinen? Keine Ahnung. Ja, da hättest du besser im Unterricht aufpassen sollen, ne? Ja, ich überlege gerade mir was, aber das könnte man machen. Das könnte man machen, man kann es aber auch sein lassen. Nee, ich lasse es nicht sein. Wow, du hast nicht mal Platz auf deinem Feld. Boah, Alter, nein, das macht er nicht. Schau mal, du hast ja... Oh, nein. 1007. Oh. Ja, immer Schaden gemacht. Und Karte zerstört. So, hast du Platz. Ob ich dir jetzt... Habe ich Platz, Alter, jetzt kommt eine neue Karte, die würde dich vernichten. Na, wie schon, habe ich das Gefühl. Nur nennt sich alte 4. Eine Karte, alles zerstört. Was? Okay, ich spiele eine Karte verdeckt. Oh nein. Warte mal. Ich mach mal so. Ui. Dann aktiviere ich mal zur Sicherheit nur die Karte hier. Hä, okay. Egal, deine Karten werden erstmal aufgedeckt. Huch, was ist denn da passiert, Alter? Ja, was ist Ach, da passiert? Ach du heilige Quackamole. Ich werde was versuchen. Und ich hoffe, es funktioniert. Nein! Es funktioniert! Nein! Ah ja, komm, nimm die Karte hier. Nicht meinen Drachgong. Du kannst sie kannst du jetzt noch nie wiederholen. Och nee, das gibt es nie. Und ich beschwöre. Alles klar. Obelisk, der Peiniger. Genau. Im Angriffsmodus. Leute, das war mal schön. Ich glaube, dass ich dir eh keinen Schaden machen kann, greife dich trotzdem an. Leute, es war heute schön mit euch zu spielen. Und du bist dran. Das ist das Götterdeck. Also ich muss sagen, das Götterdeck macht mir am meisten Spaß. Ja, finde ich auch. Oh fuck. Ach man. Darauf habe ich keinen. Ach man, jetzt habe ich nur noch zwei Götter im Deck, Alter. Darauf hatte ich jetzt keine Lust, vor allem wenn ich nie angreifen kann. Mir gefällt das, wenn du niedriger bist von dem Punktzahl her.
Hat sowas, okay, hat sowas, also ich weiß, dass es geistig behindert ist, aber ich beschwöre, Rassschüler. Warum ist das geistig bescheuert? Ich habe nichts auf der Hand, kann ich nicht angreifen und hab nichts. Ja, aber vielleicht brauche ich es ja für Tributbeschwörung. Aber YOLO. Nein, brauchst du doch eigentlich, oder? Das ist es ja, aber jetzt nicht mehr, jetzt brauche ich es nicht mehr, Alter. So, und mit der vereinten Kraft der drei magischen Schülern werde ich dich jetzt ins Reich der Schatten verbannen. Hoffe ich. Attacke! Geht doch nie. Reicht doch nie mal aus. Das reicht doch nie aus, was ist denn? Außerdem ist es kein schwarzes Spiel, bin ich bescheuert im Kopf. Kein schwarzes Spiel. Ja, man, wir haben nichts anderes zu tun, also schwarze Spiele zu spielen. So, und dein letzter Angriff, damit bist du offiziell mit deinen Lebenspunkten unten am Boden, Alter. Wow, okay, ich fühle mich so schwach bei mit 2900, diese Schmerzen. Du hast nur noch 2900 Lebenspunkte, was wirst du tun? Ich weiß es noch nicht. Ich hoffe, ich ziehe eine gute Karte. Ha! Ich glaube, das war keine gute Karte. Oh nein, ein verdecktes Monster. Was wird das sein? Ich weiß es nicht, ob das gut ist. Aber somit kann ich mich... Ich kann mich noch eine Runde am Leben behalten damit. Ah, oh, jetzt hast du verkackt, Alter. Ich aktiviere Scherbe der Gier. Und spiele alle meine Schüler in Verteidigungsposition. Spiele noch eine Karte verdeckt. Theoretisch hättest du mich fertig machen können. Egal welche Karte du dort verdeckt hast, oder? Ich beschwöre. Eiseisen, Alter, nein, mach das nicht. Und aktivieren Effekt. Oh nein. Ich hoffe, dass ich genug Zeit habe, den ein bisschen hoch zu pushen. Push it to the limit. Was? Push it to the limit. Okay, ich habe nichts gezogen, was ich verbrauchen kann, deswegen du bist dran. Also, wir wissen schon, was jetzt passiert, nicht wahr? Ich weiß es nicht. Was ich setze diese Karte hier erstmal verdeckt. Und dann aktiviere ich den Effekt von Eiseisen. Nein, mach das nicht, Timmy. Oh doch. Der Effekt ist aktiviert. Das wird mein Ende sein. Oh nein, wer hätte das gedacht? Allein hätte ich jetzt schon ein Rad zerstören können. Ich aktiviere Scherbe der Gier. Hättest du Bullshit gezogen. Hättest du keinen Rahmen mehr ziehen können, oder? Ich spiel noch eine Karte verdeckt. Und ich bin dran. Oh, was wird wohl passieren? Richtig, ich werde Eiseisen den Effekt aktivieren. Effekt aktivieren. Oh, wird er auch ein Monster legen? Ich muss so ein bisschen aufräumen, Alter. Sonst habe ich zum Tribut beschwören. Was passiert denn eigentlich, wenn ich ein Rad zerstöre? Kannst du ihn eigentlich nicht mehr holen? Ja, probier's halt aus. Nee. Was mache ich denn jetzt? Weiß ich nicht. Ich bin in die Runde. Ich frage mich gerade, haben wir uns eigentlich schon mal einmal Karten tot gespielt? Ach du, keine Ahnung. So, ich habe wieder nichts gezogen. Irgendwas. Die Frage ist, was ist dein Grund? Was spielst du? Ich aktiviere also den Effekt vom Opferlamm. Wenigstens immer oh nein! Nicht die Opferlämme. Nein,
Oh, ich werde meine Zeit wieder verschwenden, indem ich Eisen verstärke. Oh nein, mach das nicht. Das wird ein Ende sein. Nee, keine Ahnung. Ja, wenn du es eigentlich so nimmst, Eisen ist eigentlich auch so eine extrem starke Karte. Wenn du nicht angegriffen wirst oder die Karte nicht zerstört wird, kann die auch unendlich stark werden. So, funktioniert das? Ui, jetzt kommt. Welche Götterkarte kommt jetzt? Was? Bist bescheuert? Du hast deine Zeit verschwendet. So, geflügelter Drache von Ra im Kugelmodus. Das Problem ist, ich habe hier zwar keinen Platz mehr auf dem Feld, aber juckt mich nicht. Es ist nur eine Frage der Zeit. Alter, das war so dumm, ich hätte warten müssen, bis ich mal einen Platz frei bekomme, Alter. Alles Huch. Klar. Huch, da habe ich nicht mitgedacht. Ey, das gibt's nie. Ich noch... Ich... Okay, bei mir sieht es gerade ein bisschen L-Problematico aus. Jetzt ist sie gerade hier verdeckt. Und ich habe gedacht, du nimmst Rakiki und zerstörst mir jetzt hier wieder alles. Man kann nur eine Raigeki im Deck haben. Ja, das ist sehr schade. Ich aktiviere unbegrenzte Karten. Hä, sei doch froh, dann darfst du auch. Ja, für mich ist das... Wow, das ist für mich so zum Vorteil, das ist ja... Das ist der krasseste Vorteil, den du dir erdenken kannst, Mann. Siehst du nicht die Vorteile, die in einem stecken? Siehst ja, ich baue mir auch hier irgendwas auf, oder versuche es. Nee, lass ich einfach. Ach, bin ich schon wieder? Nee. Ich musste mal kurz. Weil die dauert das Ding immer so lange, Alter. Ich beschwöre erstmal nachher. Zerstört worden. Und okay. Und aktiviere den Effekt und nehmen von dem ersten Ra den die Dings. Mhm. Okay. Was willst du tun, Alter? Was willst du tun? Nehmen wir den Effekt von dieser Karte hier. Oh, eine Doppelbeschwörung. Ja. Und was wird der Spiel? Beschwöre, Zeitzauberer! Okay. Ich beiß mir den Arsch. Effekt aktivieren. Ich sag, es wird Zahl. Aber wenn man wüsste, was Zahl ist und was Kopf ist. Ich kann ihn okay, schon. Zahl. Ich versteck mich gerade. Ja! Es ist Zahl. Oh, fucking. Ach man, wenn man jetzt so die letzten Yu-Gi-Oh! Folgen sich anschaut, muss man einfach sagen, du hast es einfach mal verdient. Das ist mir jetzt scheißegal, ob das hier was bringt oder nicht. Und ich werde erstmal so angreifen. Oh nein, er greift an mit Zauberer der Zeit. Ich aktiviere Angriff an Spiegelkraft. Ach nee. So, da sind deine Monster alle vernichtet. Zumindest die auch sagen. Alter, ich riskiere zu viel. Ich krieg zu viel, Alter. Und dann spiele ich noch eine Karte verdeckt. Und eigentlich bist du wieder dran. Ja, du bist wieder dran.
Ich aktiviere dich gerade trotzdem. Effekt aktivieren, Siegel des Oraklius. Wow. So, jetzt schmeiße ich mir erstmal hier mein ganzes Technikzeug hier irgendwie um, aus irgendeinem Grund. So, bleib mal stehen. Hä, warum ist denn jetzt dein Lamm verschwunden? Warum ist mein Lamm verschwunden? Ja, das ist eine große Preisfrage, die ich mir dort stelle. Hä? Graf, was soll noch da? Klar, du, ja, hast, alle, es, ja. Du hast alle offenen Monster, hast du eigentlich zerstört. Ich dachte, gut, zählt noch als Fallenkarte. Aber ja, als Zauberkarte. Ich störe alle Monster, die du kontrollierst und die als Beschwerdebeschwörung beschworen wurden. Ja, okay. Ja, das, ja, aber gerade eben war es bei mir noch da gewesen, eh eine Runde. Ja, weil du hast das Orakel hier gespielt. Du musst es nur erstmal durchlesen, Alter. Ich komme mit hier, beendbar. Oh, leck mich. Ich kann nicht mehr, wusstest du es? Alter, willst du jetzt umbringen gehen, oder was? Nee. So, auf jeden Fall, ich sehe einfach die Karte nicht, die ich brauche, Alter. Alla. Ich bin jetzt schon so weit gekommen. Alla. So, ich aktiviere magischer Hammer in der Hoffnung, dass ich meine 7 Karten wenigstens sinnvoll dann ziehen kann. Also wenn es jetzt ganz kritisch wird, dann kann es halt wirklich sein, dass ich mich Karten tot ziehe. Und darauf habe ich eher weniger Bock. Also am Ende, jetzt hast du sowieso 9 Karten noch, ja. So, ich aktiviere das hier. Ich aktiviere das hier. Nein. Ich spiele diese Karte verdeckt. Und du bist dran. So, dann würde ich sagen, aktiviere ich Staubtornado und nehme die Karte ganz links von mir aus gesehen. Es war, was ist das? Genau die Karte, die ich noch gebraucht habe. Die mir noch meine Hoffnung. Ich störe alle Zauber und Fallenkarten, die deinen Gegner verfolgt. Okay. Das war noch die Karte, die mir Hoffnung gegeben hat. Mensch, ich will deine Scheiß hier lesen. Aha, okay. Ich setze diese Karten hier. Also wenn ich jetzt ganz viel Glück habe, dann habe ich Glück. Und hat er Glück? Ich habe Glück, Alter. Und ich aktiviere Palam. Nein, Scheinkleister. In der Hoffnung, dass mir diese Karte, diese verdeckte Karte hier den Sieg bringt. So, und du bist. Ja, Siggi, jetzt habe ich die Karte gezogen. Ja, Siggi. Setz mal. Oh nein, es ist wieder eine verdeckte Karte. Warum? Oh, ich sehe mich schon tot. So, okay. Ich beschwöre. Wer fehlt denn jetzt eigentlich nochmal? Der Rote, oder? Ah, ne, ja, wie ist Leifer, der Himmelsdrache. Mandotosus. 4000 jetzt so. Oh, scheiße. Ja, egal. Ich aktiviere. Verräterische Schwerter. Ach, genau. Oh, das hat nicht funktioniert. Ja, egal. Ich greife an. Und zwar erstmal dein Schild, Spassi. Und du kriegst 1000 Schaden. Gut, meine Hoffnung. Und du bist dran. Meine Hoffnung habe ich verloren. Dann würde ich sagen, was ist für heute, oder? Was sagst du dazu? Ja, eigentlich. Eigentlich kannst du schon wieder nach Hause gehen.
Ja. Hallo? Ey, ich kann hier wirklich gar nichts mehr machen. Du hast gerade meine letzte Hoffnung zerstört. Deine letzte Hoffnung, ja. Ja, damit du hast B Sachen gemacht, die jetzt mein Leben zerstört haben. Kann ich so sagen, weil... Dein Leben zerstört haben, Alter. Sonst hätte ich dich jetzt gekriegt. Ach nee. Da ist das Herz, der Herz der Karte mal wieder bei mir. Trotz der Niederlage durch den Zeitzauberer. Habe ich es dennoch geschafft, eine Karte ins Reich der Schatten zu bringen. Oh, scheiße, Leute. Da war's das. Man sieht bei mir wunderschön, was ich hätte machen können. Und es gibt es gibt zwei Karten, die jetzt hier komplett einen Fehler gemacht haben. Und zwar sein Tempel und seine Lichtschwerter. Sonst hätte ich den jetzt aktiviere fertig, trotzdem nochmal. Hallo. Naja, ich will jetzt machen. Trotzdem nochmal Scherbe der Gier aktiviert. Mach. Nur zu schauen, dass ich 7000 Angriff habe. Lustläufer der Himmelsdrache. Wenn ich ihn und schicke ihn Reich der Schatten. Es war, man muss wirklich sagen, diesmal war es ein richtig enges Match. Und darauf bin ich stolz. Es war schon gut. Ja, es ging. Darauf bin ich stolz. Bin ich schon richtig stolz. Auch wenn du 420 Punkte hast und ich 176, aber lassen wir es mal. Gut, Leute, da würde ich sagen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt noch ein wenig einen Daumen nach unten. Schreibt in den Kommentar, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal, sagt der liebe Mendes Award und der liebe Enderman. Ciao. Tschüss.